Grüß dich, mein lieber Steinbock, hier ist Tanja und ich lege heute deine Tarotkarten für August 2021. Du hast sehr gute Karten, vor allem mit der Weltkarte. Das ist die letzte der Major Arcana, das ist ein Wahnsinn. Aber fangen wir vorne an. Du hast in deiner Vergangenheit irgendwo einmal einen Mangel erlitten. Und zwar hast dir hier entweder Geld gefehlt oder du hast dich gefühlt, als hätte dich jemand draußen im Regen stehen gelassen. Jemand hat dich vielleicht unfair bezahlt. Du hast das Gefühl gehabt, du arbeitest die ganze Zeit und der zahlt dir nichts. Das kann zum Beispiel ein Boss gewesen sein, ein Chef, ein Älterer, eine Vaterfigur, so ein bisschen ein väterlicher, der aber sehr, sehr streng ist, der mit diesem Schwert, mit seinen Worten auch schneiden und verletzen kann. Und du hast da vielleicht das Gefühl gehabt, wieso kriege ich nichts? Ja? Wieso bin ich da abgeschnitten von der ganzen Energie? Wieso kriege ich diese Zeit, dieses Geld, diese Energie nicht, die ich brauche, um mich zu entfalten? Ja, weil der da drauf sitzt wie ein sozusagen ein großer, dicker Elefant auf deiner Wasserleitung, da kommt nichts zu. Ja? Da hast du dich gefühlt wie eben jemand, der nicht genug bekommt, vor allem nicht Geld. Und jetzt ist das aber vorbei, weil du hast hier die 10 der Stäbe. Das bedeutet, du sagst, so, jetzt reicht es mir. Ich habe die ganze Zeit für alle anderen diese 10 Stäbe getragen. Ich habe die ganze Zeit geschuftet und geackert und habe dafür viel zu wenig zurückbekommen. Ja? Also der Energieausgleich hat nicht gestimmt. Und darum lasse ich jetzt diese 10 Stäbe ganz schlicht und einfach fallen und ihr könnt schauen, wo ihr ohne mich bleibt. Und das ist das Ende des Leidens, das du hier erlitten hast. Und dadurch, weil du diese Lektion jetzt gelernt hast, kommst du sozusagen zur Weltkarte. Und dieses zur Welt kommen, das hat auch damit zu tun, dass hier ein Portal ist, durch das du durchkommst. Ja? Du gehst sozusagen nach der schwersten Lektion von deiner alten Welt in deine neue Welt hinein. Und diese schwerste Lektion, die hast du jetzt gelernt. Du hast gelernt, dass du auch mal Grenzen setzen musst, dass du auch mal nicht ständig für alle anderen die Schwerstarbeit auf dich nehmen musst. Ja? Ganz egal, ob diese Arbeit emotionaler Natur ist, dass du Aufmerksamkeit, Zeit oder Liebe herschenkst, weil Energie kann ja in jeder erdenklichen Form kommen. Ja? Das muss ja nicht immer Geld sein, das kommt in vielen verschiedenen Formen, hauptsächlich in Form von Zeit und Energie. Die einzige wirkliche Währung, die es gibt, ist ja die Zeit, weil die nämlich abläuft. Ja? Also Geld ist eigentlich nicht die wirkliche Währung. Zeit ist die Währung, nämlich die Zeit, die du aufwenden musst, um einen Dollar oder einen Euro zu verdienen. Ja? Das ist deine eigentliche Währung. Und du hast jetzt gelernt, dass du eigentlich viel mehr wert bist als das, was du da bekommen hast. Und deswegen kommst du durch das Portal und dir schauen auch die anderen zu. Die anderen sehen das. Und ein Teil dieser Leute wird dir applaudieren und sagen, Gratulation, dass du das geschafft hast. Und ein anderer Teil der Leute wird ganz einfach eifersüchtig sein, weil sie sehen, aha, dieser Steinbock, der geht auf ein höheres Level, entweder auf ein spirituelles höheres Level oder der verändert sich, der ist nicht mehr wie früher, auf den können wir jetzt nicht mehr alle unsere Aufgaben drauf aufschmeißen und der sagt dann einfach Ja und Amen und macht das für uns. Und dann werden die natürlich sauer, weil sie merken, oh je, jetzt haben wir unseren Packesel verloren, der da für uns die ganze Zeit macht. Ja? Aber lass dich dadurch nicht beirren. Du hast deine Lektion gelernt, deswegen bekommst du auch eine Belohnung. Wie schaut diese Belohnung aus? Du kriegst ein großes, dickes Geldgeschenk vom Universum. Es kommt direkt von oben, kommt ganz sicher nicht von dieser Person da, die so grimmig reinschaut. Ja, das ist ja so der Patriarch der Familie, das ist so ein Mafia-Oberboss, der sagt, ich weiß nicht, wieso soll ich dir da geben Geld, du bist doof. Und hier haben wir das Geschenk vom Universum. Da kommt entweder Geld rein durch, sagen wir mal, entweder einen Lottogewinn oder was weiß ich was, eine Erbschaft. Irgendwo kommt auf jeden Fall ein riesiger Batzen Geld rein. Und ich habe dann noch extra geschaut, woher könnte das kommen. Ja, ich habe noch einmal die Karten gemischt und habe gefragt, woher kommt denn dieses tolle Geschenk? Und dann kam die 6 der Kelche raus. Das heißt, du siehst hier, dass der eine dem anderen etwas gibt. Du bekommst vielleicht hier ein Geschenk von jemandem, den du aus der Vergangenheit schon kennst. Jemand, mit dem du früher zusammengearbeitet hast. Jemand, der mit dir befreundet war schon lange. Jemand, der vielleicht ein früherer Partner war. Es ist auf jeden Fall jemand aus deiner Vergangenheit, der hier kommt und dir etwas gibt. Entweder er gibt dir wirklich physisch, materiell was oder er gibt dir eine gute Idee oder er gibt dir eine Plattform, wo du dich äußern kannst, wo du groß werden kannst. Es gibt auf jeden Fall dir jemand Hilfe, ja? Und das Gute für dich ist, dass du ja nicht nur ein Ass in diesem Reading hast, sondern 2 Asse. Das heißt, da ist ein ganz starker Neubeginn angezeigt. Und dieser Neubeginn kann vielleicht sogar als
selbstständiger Unternehmer sein. Warum? Weil das hier ist eine Stäbekarte, das Ass der Stäbe. Du siehst hier, dass das auch Blätter hat. Das heißt, das ist fruchtbar. Das ist nicht irgend so ein vertrockneter Stecken, sondern das ist wirklich ein Stück fruchtbares Holz, aus dem was rauskommen kann. Und du bist da sozusagen auch aus einem Holz geschnitzt, das wirklich Unternehmergeist hat. Ja? Du bist hier kreativ, du wetzt dir schon die Krallen, weil du dich schon irrsinnig auf dieses neue Projekt freust. Und du investierst dann eben auch diese tolle Münze hier in dein neues Projekt hinein. Und das ist deine Belohnung für eben dieses schwere Schleppen, was du früher gemacht hast. Ja? Dieses Hackeln für andere, das ist halt, ja... Das war halt eine heftige Phase in deinem Leben, ja, aber die liegt jetzt eindeutig hinter dir und du bekommst sozusagen die Belohnung vom Universum. Das ist eindeutig dieses Ass der Münzen, ja. Das kommt von oben und da wird dir eben vielleicht einer geschickt oder eine, die aus deiner Vergangenheit ist und die zurückkommt. Das ist vielleicht jemand, der gesehen hat, der das beobachtet hat aus dem Hintergrund, ja. Was macht denn der Steinbock da? Und diese Person hat das gesehen und hat sich gedacht, der ackert und hat immer noch kein Haus und kein Auto. Wieso eigentlich? Was ist da los? Ja? Und dann hat er vielleicht sich gedacht oder sie, dass sie dich ansprechen und sagen, du hör mal, ich hätte da eine Möglichkeit für dich. Ja? Also das ist auf jeden Fall etwas sehr Gutes, was dir hier im August passiert. Wenn dir dieses Reading gefallen hat, lass ein Like da und ein Comment unten. Und wenn du auf Abonnieren klickst, dann mach es bitte so wie hier angezeigt und klick auch auf die kleine Glocke und auf alle. Vielen Dank, dass du da bist. Ich freue mich und wir sehen uns bald. Tschüss!